begrüßen. Schade, dass ja am Wochenende nicht so viele dabei waren. Es war ein ganz tolles Wochenende. Ich habe sehr viel gelacht oder wir haben sehr viel gelacht und konnten uns wunderbar austauschen. Das war sehr schön, Gemeinschaft, muss ich dazu sagen. Ich möchte noch mal einmal mit uns beten. Lieber Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du uns hier die Räumlichkeiten geschenkt hast. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir so frei dein Wort hier weiter sagen dürfen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du heute den ganzen Gottesdienst segnest und du in deine Hand nimmst. Sag vielen Dank, Jesus. Amen. Amen. Wir haben einmal Info der Woche. Und zwar ist Dienstag von 19 Uhr bis 20 Uhr Mitarbeiterbesprechung. Und das haben wir in Zoom. Dann am Dienstag haben wir danach verantwortliche Brüder von 20 Uhr bis 21 Uhr. Und am Donnerstag haben wir wieder um 19 Uhr Treffpunkt Israel im Büro. Dann kommen wir zu dem Teenie-Impuls. So sieht die Brille aufgehen. Psalm 37, 5. Überlass den Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Und das darf ich so ein bisschen als Zeugnis sagen. Dieses Wochenende haben wir sehr, sehr viel erlebt. Und eins, was mich wirklich sehr erfreut hat, es war unser Bruder Andreas. Denn sein Auto ist kaputt gegangen auf der Autobahn, als er zu uns wollte. Und das Einzige, was er sagte, ich habe missioniert. Ich habe den von ADAC missioniert. Und ich habe gedacht, ja, dein Auto ist kaputt. Wir müssen dich hierher bekommen. Aber nein, das war nicht sein Problem. Für ihn war es wichtig, dass die Leute das Wort Gottes hören. Und das hat mich so imponiert. Und deswegen möchte ich euch, Teams, das weitergeben. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Amen. Dann kommen die Kinder nach vorne. Möchte ich einmal beten für die Kinder, für die Kinderstunde. Das sind die nächsten Ältesten und Diakone. Herr Jesus Christus, danke, Herr. Danke für die Kinder. Danke, dass sie in unsere Gemeinde sein dürfen. Danke, Herr, dass sie sich auch immer freuen auf dein Wort, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt die Kinderstunde segnest, Herr. Dass du den Leitern auch, ja, von dir Weisheit gibst, Herr. Und lass sie eine schöne Kinderstunde haben. So, vielen Dank, Herr Jesus. Amen. 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 So, jetzt singen wir gemeinsam noch ein Lied. Lied 29, Geh nicht vorbei, oh Heiland. Und dabei geht die Kollektion. Yeah.
das immer mal auf zur Sicherheit haben. Ne? Das heißt, wenn man irgendwie Zeit gut, ne? Ja, ich begrüße euch, begrüße Sie in Jesu Namen. Die Christenheit, die feiert heute Pfingsten. Deshalb wünsche ich von ganzem Herzen ein gesegnetes Pfingstfest. Und weil wir heute Pfingsten haben, steht die Überschrift über die Predigt als Frage: Hat jeder den Heiligen Geist? Ich könnte auch fragen, hast du den Heiligen Geist? Oder bist du dir sicher, dass du den Heiligen Geist hast? Da war ja damals unter den ersten Christen einiges los. In der Apostelgeschichte. Auf einmal kam der Heilige Geist, so wie der Herr Jesus Christus in seiner Verheißung vorausgesagt hat. Und Sie können selber, und ihr könnt selber zu Hause mal nachlesen, was das für Ursachen hatte. Das steht zum Beispiel über die erste Gemeinde. Vielleicht kann man das über eure Gemeinde genauso sagen. Sie waren tagtäglich zusammen. Sie hatten sich richtig lieb. Das muss ja so gewesen sein, dass sie sich lieb gehabt haben, sonst hätten sie es ja gar nicht tagtäglich miteinander aushalten können. Also manche Christen sind froh, wenn sie sich einmal im Monat sehen. Da habe ich Zweifel, ob das mit dem Heiligen Geist im Einklang ist. Und wenn die sich nach einem Monat sehen, ist das schon ein großes Fest, wenn man sich begrüßt. Die Christen, die waren jeden Tag zusammen und haben damals schon auf die Wiederkunft unseres Heilandes Jesu Christi gewartet. Jeden Tag. Das machen wir ja alle. Wir warten ja jeden Tag auf das Kommen des Herrn und haben ja die Sehnsucht im Herzen, dass er auch bald kommt. Ich denke mir, dass das bei euch so ist, dass ihr sagt, ja, vielleicht kommt der Herr Jesus heute. Das ist auch ein typisches Kennzeichen, dass man voll des Geistes ist, dass man nach dem Hunger hat, der diesen Heiligen Geist uns geschenkt und gegeben hat. Und geh nicht vorbei, o Heiland, das bringt genau die vier Bibelstellen, das trifft die genau voll auf den Kopf. Und zwar die erste Bibelstelle. Die handelt davon, dass man durch eine enge Pforte geht. Das ist Matthäus 7. Wer die Bibel mit hat, kann gerne aufschlagen. Matthäus 7, ab Vers 13. Da heißt es: Geh ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die durch sie eingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Als zweite Bibelstelle habe ich Matthäus 13 mitgebracht, ab Vers 36. Matthäus 13, ab Vers 36. Dann entließ er die Volksmengen und kam in das Haus, und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er aber antwortete und sprach: Der den guten Samen sieht, ist der Sohn des Menschen. Der Acker ist aber die Welt. Der gute Samen aber ist, dies sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, die Schnitter aber sind die Engel. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen, und die, welche die Gesetzlosigkeit tun, und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre.
Eine dritte Bibelstelle aus Matthäus 18, ab Vers 11. Da heißt es, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu retten, zu erretten. Was meint ihr? Wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Umherirrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, es freut sich mehr über dieses als über die 99, die nicht verirrt sind. Ebenso ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmel ist, dass es eines dies Kleinen verloren geht. Und eine letzte Bibelstelle, und zwar aus Offenbarung 20, Vers 3. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in das Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ich werde jetzt nicht, das kann man auch tun, aber ich werde jetzt nicht von Vers zu Vers auslegen, also so eine Vers zu Vers Predigt, wie es zum Beispiel Zwingli gemacht hat. Da würden wir morgen früh um 9 Uhr hier noch sitzen, weil da eine Menge zu sagen ist. Sondern ich werde versuchen, mit Gottes Hilfe, mit der Hilfe des Herrn, eine Zusammenfassung zu machen. Und auch begründen, warum ich die Bibelstellen mir von dem Herrn aufs Herz legen lasse. Die erste, Matthäus 7, die ist so bekannt, da hat es sogar mal einen Maler gegeben, der darüber ein Bild gemalt hat. Und dieses Bild hat schon immer auf mein Kinderherz gewirkt und hat mir gepredigt. Wenn wir irgendwo mal zum Kaffee eingeladen waren, da habe ich geguckt, ob man dieses Bild hat. Und wenn eine Familie dieses Bild hatte, die haben schon bei mir gewonnen. Da habe ich mal zu meiner Mama gesagt, die sind auch Frauen, die haben auch das Bild. Und das war das Bild von dem breiten und schmalen Lebensweg. Und da habe ich mal geguckt und habe gesagt, Mensch, was ist so auf dem Breiten? Und dann waren da Weltfilm, Theater und war genau alles. Und dann hat die Oma gesagt, ja, das ist eine Sünde. Das ist Sünde, Anna. Die hat da jetzt keine 20 Minuten Andacht rausgemacht, sondern in knapp kurzen Sätzen guckt ihr an, dann weißt du, was los ist. Und dann habe ich den schmalen Film Lebensweg mal angeguckt und habe den Mann, der davor ist, den habe ich mir genau angeschaut. Und da ist der ist so die enge Pforte. Und da steht so ein Rucksack, so ein Sack vor der Pforte. Müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr das Bild seht, da steht so ein Sack. Da habe ich gedacht, was das wohl zu sagen hat. Wisst ihr, der hat versucht, mit aller Macht mit dem Sack durch die Pforte zu gehen. Und dann sitzt er da so und macht einen traurigen Eindruck. Wisst ihr warum? Weil die blauen Flecke, die er sich geholt hat, die tun weh. Und der hat gedacht, ich gehe da so lange mit dem Rucksack durch, bis Gott sagt, jetzt bist du durch. Ist nur ein Problem, das klappt nicht. Das ist so, als wenn man sich bekehren will, ohne Buße zu tun. Das ist auch so ein Rucksack. Dass man sagt, ja, ich werde beweisen, das wird klappen. Ich kann mich auch bekehren, ohne Buße. Das würde übersetzt heißen, ich kann mich bekehren, ohne umzukehren. Das ist schon in sich paradox. Wenn ich keine Buße mir von Gott schenken lasse und will nicht umkehren, dann wollen wir auch nicht bekehren. Wir haben heute, sind wir nach Bremen gefahren zum Bruder Olaf Latzel. Auf einmal sagt der jemand, hörst du mir, warte mal, was ist das für eine Nachricht? Da waren Geistesfahrer unterwegs. Bitte schön, stand genau, wie man sich verhalten soll. Und so ist das für die Christen, die meinen, man kann sich bekehren ohne Buße. Und ohne Buße geht es nicht. Das funktioniert nicht. Das ist so, als wenn du wirklich vielleicht heute Morgen der Geistesfahrer gewesen bist. Und sagst, ja, ich will zwar nach Bremen, aber fahr nach Hamburg. Wenn der Andreas heute einprogrammiert hätte, Richtung Hamburg, der hätte gesagt, Andi, wie lange wollen wir fahren? Der Bruder, warte, ist schon 11:30, immer noch nicht in Bremen. Und der Andreas hätte gesagt, sei ruhig, wir schaffen es, wir fahren nach Bremen. Und dann wären wir vielleicht schon in Cuxhaven und hätten schon die Nordseewellen gesehen und gesagt, Gott, Andi, da ist was falsch gelaufen. Und genauso sitzt da der Mann an der engen Pforte und denkt, ich komme da durch, ich will es Gott beweisen. Das wird nicht funktionieren. Wenn jemand unter uns ist, der meint, er könnte sich bekehren, so nach dem Motto,
In der Hölle will ich auch nicht, Herr Jesus. Aber vom alten Leben möchte ich auch nicht loslassen. Dann kannst du getrost nach Hause gehen, diese Rechnung geht nicht auf. Vielleicht bist du wütend und sagst, Mann, der könnte doch wenigstens sagen, man kann es mal versuchen. Aber ich muss ja für das gepredigte Wort mal Rechenschaft abgeben. Der Versuch wird scheitern. Du kannst es immer wieder versuchen, ja, aber es wird scheitern, weil Gott sagt, das Gepäck bitte stehen lassen. Das geht hier nicht. Das geht hier nicht durch. Das zweite Wort, was ich ausgewählt habe, mit Gottes Hilfe, war Kraut und Unkraut. Also ich komme aus einer Familie, mein Großvater, der war Bauer, Landwirt. Daher haben wir das auch in unserer Familie, dass wir gerne essen. Weil mein Opa hat gesagt, wer arbeitet, soll essen. Und wer viel arbeitet, ist viel. Davon haben wir das. Das war immer ganz toll, wenn die Großmutter Abendbrot gemacht hat. Da habe ich gedacht, meine Zeit. Puh, die Oma, die gibt sich aber heute Mühe. Und wenn ich mit meinem Großvater, der hat immer gesagt, ich gehe auf den Grünweg spazieren. Da hat er dann so einen Krückstock gehabt. Und dann war ich mal total dankbar, wenn er gesagt hat, Arno, komm mit. Und der hatte genau einen Blick dafür, welches Korn richtig steht, wo eine gute Ernte eingefahren wird, wie der Roggen steht, ob der eher schlecht, die schlecht geernte sind. Und der konnte auch erkennen, das ist Unkraut. Das gehört hier eigentlich nicht hin. Und es gibt Christen, die meinen, die werden die Chefsekretäre Jesu Christi und meinen, ich zeige mal den Herrn Jesus, wo das Unkraut steht. Weil die wollen genauso weise sein wie der Herr. Die Jünger, die fragen den Herrn Jesus nämlich, soll man das schon mal rausholen, Herr? Und das machen manche Christen. Nur das ist ein Problem, die hören das Schreien nicht von den richtigen Weizen. Die schreien, warum reißt du mich raus? Egal, die Arbeit muss gemacht werden. Wir reißen jetzt alles raus. Und wenn wir alles rausgerissen haben, gucken wir mal, wo das Echte und Unechte ist. Und der Herr sagt, nee, lass das mal so stehen. Dafür bin ich verantwortlich. Aber trotzdem hebt das ja nicht die Frage auf, was meinst du, was du bist? Echter Weizen oder unechter Weizen? Was sagt dir der Geist Gottes heute? Bist du Unkraut oder bist du Weizen? Wenn der Jesus mal seine Engel rausschickt, brauchst du dir keine Sorgen zu machen, dass du sagst, nee, aber ich brauche mir keine Gedanken machen, ich werde nicht in den Feuerofen geworfen, ich bin echter Weizen. Und ich werde zur Freude des Herrn eingehen. Das ist eine ganz entscheidende, wichtige Frage. Und wenn der Heilige Geist dir heute sagt, und du merkst, die Frage kann ich doch nicht so richtig, kann ich die nicht beantworten. Ich weiß jetzt nicht, bin ich jetzt Unkraut, bin ich Weizen, was bin ich jetzt? Ich als Arno, der Christen, wir können da nicht in dein Herz reingucken. Dann hätten wir die gleichen Röntgenaugen wie der Herr Jesus. Der Herr Jesus, liebe Jugend, der hat Röntgenaugen. Du kannst den Christen und allen Ältesten und Diakonen einen vorstellen. Aber der Herr Jesus, der schaut und guckt bis in die letzte Herzensfalte hinein. Und der sagt dir ganz genau, so ist dein Ist-Zustand. Genau so. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten, dass du sagst, Herr Jesus, ist mir völlig egal. Das stört mich nicht. Ich sage dir schon rechtzeitig Bescheid, denn ich glaube, ich bin noch ein bisschen Unkraut, weil ich Weizen werden will. Das kannst du ja mal versuchen. Das wird auch nicht klappen. Dass du den Herrn Jesus vorschreibst, wann das Umdenken stattfinden wird. Wenn du heute seine Stimme hörst, verstoppe dein Herz nicht. Du hörst vielleicht heute das Rufen des Heilandes, der sagt, komm, ich möchte dir neues Leben geben. Und du sagst, nee, ich warte noch ein bisschen, Herr. Er bestimmt heute, sagt er, heute. Nicht morgen, heute. Und das ist ein ernstes Wort. Es ist so ernst, das ist auch nicht irgendwie, dass man sagen kann, die Bibel übertreibt nie, liebe Geschwister. Das ist so. Es wird einfach mal diese Trennung geben. Und es gibt auch den Ort, und wir sind auch verpflichtet, das zu predigen,
Es gibt einen Ort, wo der Wurm nicht stirbt. Den gibt es. Das ist keine Fantasie oder dass da irgendwelche über Fundamentalisten das in die Bibel hineingelesen haben. Nein, den gibt es. Und da warnt der Jesus. Und wenn ihr Bibelforscher seid, werdet ihr feststellen, der Herr Jesus predigt nicht wenig davon. Und weißt du, liebe Seele, warum er nicht wenig darüber predigt? Weil er dich hasst. Das sagt der Teufel. Weil Jesus dich fertig machen will. Darum predigt er so oft davon. Der will dich platt machen. Nee, das ist genau das Gegenteil. Er sagt dir das oft und predigt dir das zu, weil er dich liebt. Das ist das Thema. Er liebt dich. Und darum sagt er, Vorsicht, ihr Stoppschild, wenn du so weitergehst, dann kommst du genau an diesen Ort an. Du musst dein Navigationsgerät von mir auswechseln lassen, sonst geht es genau in die falsche Richtung. Ein ganz, ganz ernstes Thema. Und dann gab es ein weiteres Bild bei vielen älteren Geschwistern, da war der Herr Jesus manchmal so als Hirte abgebildet. Er hatte also einen Hirtenstab gehabt und dann hatte er so im Bild von, ich habe das total gerne gesehen, das Schaf so auf den Schultern liegen gehabt. Da habe ich auch noch meinen Großeltern väterlicherseits, die hatten das so übers Schlafzimmer, im Schlafzimmer wieder. Das ist ein schönes Bild. Das ist schön, weil ich finde Schafe total süß. Die sind süß und manchmal total dumm. Süß und dumm kann man nicht sagen. Wie so ein Schaf ist manchmal total dumm und süß. Der Hirte, der sagt, hier ist die Weide und das Schaf sagt, nö, bin ich. Wie auf alle Fälle. Ich gehe da bis zum Zaun hin. Da ist auch schöne Wiese her. Und der Herr sagt, nee, hier sollst du bleiben. Tu doch hier jetzt. Nee, ich will da am Zaun will ich. Wenn der Hirte einen Tag hat, wo er den Hund mit hat, den hat er immer mit, dann, ich habe das mal beobachtet in Himmel, dann tut er den Hund dahin schicken und der Hund ist jetzt nicht so, dass er volle Kanne das Schaf sofort in die Füße reinbeißt, dass er das sofort beißt, sondern ich habe gedacht, Mensch, der Hund ist schlau, der zwickt so ein bisschen. Der zwickt. Zweimal, dreimal das Schaf, man hört dann nochmal, alles klar, da ist die Richtung. Das weißt du. Aber ich habe dir Andreas gesagt, Andi, ich habe auch mal beobachtet, ein Schaf ist so, ich habe gedacht, Mensch, was läuft das so komisch? So richtig hinkend. Und der Hirte sieht das. Und dann geht der Hirte dem Schaf entgegen, weil er merkt, oh, das Laufen tut aber dem Schaf wirklich, da sind schon die Schmerzen drin. Und dann setzt der Hirte sich hin, nimmt das Schaf einmal so rum, dann hat er so einen Hirtenbesteck mit und dann sieht er, oh, da ist ein Stein drin, so ein spitzer Stein. Und wenn der so reindrückt, das kostet dem Schäfchen so viel Schmerzen. Dann nimmt er das raus und dann tut er eine Salbe drauf. Und dann müsst ihr mal sehen, wenn ihr das Schaf loslässt. Ein Küsselkopper. Vor Freude. Der Hirte hat mir die Schmerzen genommen. Vielleicht bist du eine Seele, wo du sagst, Arno, ich habe nicht ein Steinchen, ich habe einen Fels im Fuß drin. Und der Jesus sagt mir nur, du musst zu mir kommen mit dem Fels. Und vielleicht ist der Jesus genauso wie der Hirte und hat gesagt, ich war doch schon so oft bei dir, ich wollte den Felsen wegnehmen. Und du hast gesagt, ja, tut weh, Herr Jesus, aber ein bisschen halt ihn aus. Vielleicht ist das ein Felsen einer Sündenkette, eine Sünde, die über dich herrscht. Und der Jesus sagt, ich bin da, ich will das wegnehmen, damit du schön wieder laufen kannst. Und das ist total unabhängig, ob jetzt einer von uns bekehrt oder unbekehrt ist. Auch als Bekehrte haben wir manchmal solche Felsklötze. Und der Jesus sagt, lass dir das doch wegnehmen, Arno. Nein, will ich nicht. Will mir das nicht wegnehmen lassen, Herr. Und der Jesus sagt, ist gut, lauf. Das war so oft in meinem Leben. Ich habe gedacht, ja, ich laufe noch, Herr. Und wisst ihr, der Herr Jesus hat eine endlose Geduld. Er schaut sich das an und du läufst und läufst und dann merkst du, oh, das andere Bein tut auch schon weh. Das war versimpelt nicht gemeint. Und meine Mutter hat gesagt, ah, nur eine Sünde kommt selten allein.
Meistens ist ein Waggons hinten dran. Da sind mehrere Sünden. Eine Sünde kommt selten allein. Ist das vielleicht in deinem Leben so, dass du mit einer Sündenkette angefangen hast und du dir guckst dich um und sagst, da sind jetzt ja schon mehrere Ketten her. Aber wisst ihr was? Der Jesus ist nicht so wie wir. Ich weiß, ich bin seit 32 Jahren verheiratet, glücklich verheiratet. Und ich weiß, wenn mein Sohn zu mir kam, der hat das letztes Jahr im August geheiratet, und der hat gesagt, ey Papa, sag mal, welchen Beruf soll ich wählen? Meistens sind ja die Kinder so, die fragen und haben schon die Antwort. Ich sage, was machst du denn? Ja, ich mach das und das mache ich. Ja, ich sage, das hört sich gut an, aber ist leider falsch. Ja, du immer hast, Papa. Du sagst ja, wieso immer, das ist falsch. Ja, ich sage, das sag ich, weil ich dich also nicht lieb habe. Deshalb sag ich das. Und dann sagt er, ich mach das ganz gut. Ja, mach. Und dann geht der Schuss volle Kanne nach hinten los. Der Jesus ist so, dass er den Petrus hochnimmt und wir, müssen wir als Väter noch mal erkennen, so im ersten Gespräch habe ich dir das nicht gesagt, mein Sohn. Wenn du mal erkennen würdest, wie weise dein Vater ist. Aber wir lernen das auch. Dann kommt dir so ein bisschen die Selbstgerechtigkeit bei hoch und so ist Jesus nicht. So habe ich den Herrn nie erfahren. Wenn man dann wie so ein geschlachtetes Schafball, so, wisst ihr, so voller Sündenschmerz zu dem Herrn kam und sagte, Herr Jesus, ist alles daneben gegangen. Du wolltest schon die Ketten wegnehmen, die Felsen, alles, was so bei mir war. Ich habe nicht gehört, da sagte Herr Jesus nicht. Ich habe ihn so, vielleicht ist einer, der hat ihn so erfahren, ich habe ihn so nicht erfahren. Das habe ich dir doch gesagt, Arno, ich wusste, dass der Schuss nach hinten losgeht. Sondern er sagt, komm jetzt. Und wisst ihr, was der Jesus machen möchte? Der möchte dich umarmen. Der sagt, komm, du hast das erkannt. Ich habe dir das ins Herz hineinleuchten lassen. Du bist auf dem falschen Pfad. Du bist verkehrt gelaufen. Aber Jesus sagt, ich habe trotzdem weiter für dich einen Weg. Und da möchte ich dich jetzt als ein Schaf meiner Herde wieder draufsetzen. Das möchte vielleicht der Jesus heute Nachmittag tun. Er möchte dich als ein Schaf der Herde wieder richtig schön auf den richtigen Weg, der in das himmlische Jerusalem hineinführt, da möchte er dich draufsetzen. Du musst das zulassen. Und du musst auch gar keine Angst vor Jesus haben. Wisst ihr was? Ich kenne keinen besseren Herrn. Ich kenne ihn. Und die Stunden, die ich mit ihm alleine im Gebetszimmer lag, alleine, ich kann euch nur sagen, die möchte ich nie mehr missen, nie mehr, was das für Stunden waren. Herrlich, wenn der Herr Jesus dir so richtig nahe kommt. Und dann ist das so, du merkst das richtig, so eine innere Gemeinschaft. Und dann findet ein Austausch mit dem Herrn statt. Und dann gehst du aus und du bist belastet in deiner Gebetskammer reingegangen. Dann machst du die Tür auf und dann ist ein Strahlen da und du kommst anders aus der Kammer heraus. Du musst es zulassen. Und das ist eine ganz ernste Angelegenheit. Wisst ihr, wir Menschen, wir können alles im Leben gewinnen, alles. Wir können alles gewinnen. Wir können erfolgreich sein. Ist alles okay. Aber ich habe ganz bewusst das letzte Wort aus der Bibel genommen, eine ganz ernste Angelegenheit. Das ist die Offenbarung 20, Vers 3. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens. Wenn ich jetzt fragen würde, dich persönlich, ich kenne euch alle nicht mit Namen, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, bist du dir 1000%ig sicher, dass dein Name im Buch des Lebens steht? Die Allväter, ich sage mal die Glaubensväter, die haben Einspruch gehabt. Den müsst ihr richtig verstehen. Bis aufs Schwören kann ich's wissen, der Schuldbrief ist zerrissen. Das ist das. Wenn du das weißt, dass der Schuldbrief zerrissen ist, dann stehst du in diesem Buch des Lebens. Und wenn der Jesus dieses Buch mal aufschlägt, dann wird er dich mit Namen ansprechen, persönlich mit Namen. Diese, na komm, du bist ja endlich da.
Aber wehe dem, wenn er dich nicht mit Namen anspricht. Da kannst du nicht sagen, hey Jesus, ich habe hier so eine Lebensschutzversicherung. Bekehrung nach dem Tod. Die lösche ich jetzt an. Funktioniert nicht. Wenn er deinen Namen nicht aufruft, dann wäre es besser gewesen, du wärst nie auf dieser Welt gewesen. Es wäre besser, du hättest diese Welt nie kennengelernt. So ernst ist dieses Thema. Das Wichtige ist, dass Jesus dich persönlich kennt. Wenn einer den Namen oben erwähnt, Christian Arno, ja, das sind meine Knechte und Sklaven. Die kenne ich. Gino, kenne ich. Ich stehe hier im Namen, Buch des Lebens, da sind die drin. Und das ist die Frage an deine Person. Wenn Jesus jetzt das Buch aufschlägt, liest er dein Name vor. Oder sagst du, ich weiß nicht, ich kann dir keine Antwort geben, ich glaube eher nicht. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder bist du total auf der leichtfertigen Strecke. Oder du bist auf der Strecke, dass du dir das Glaubensleben selber schwer machst. So etwas gibt es auch. Und ich möchte für beide Seiten sprechen. Wenn du in einer Leichtfertigkeit festhältst, dann geh heute Nachmittag nach Hause und bitte den Herrn Jesus Christus um Buße, dass er diese Leichtfertigkeit dir wegnehmen will. Und dass du, wenn du sagst, ich bin mir auch noch unsicher, Ahnung, ich kann dir jetzt nicht das Heil hinzusprechen, das steht mir gar nicht zu. Ich kann es dir auch nicht absprechen, das steht mir auch nicht zu. Aber ich kann dir die Frage stellen, ob es so ist. Und wenn du sagst, Herr Jesus, ich weiß überhaupt nicht, wie mein Ist-Zustand ist, dann frag ihn doch heute Nachmittag mal. Wenn du nach Hause kommst, dann nimmst du nicht als erstes die Fernbedienung, sondern die tust du in den Schrank rein. Und dann sagst du jetzt, Herr Jesus, jetzt möchte ich gerne wissen, sag mir mal wirklich deutlich durch dein Wort und spreche mir ins Gewissen hinein. Stehe ich da drin oder stehe ich da nicht drin? Bin ich dein Kind oder bin ich nicht dein Kind? Darum geht's. Und das ist eine ganz ernste Angelegenheit. Auch zu Pfingsten. Ausgießung des Heiligen Geistes. An uns Gläubigen die Frage, sind wir voll des Geistes? Das ist jetzt nicht eine theologische Lehrveranstaltung hier. Wir brauchen auch nicht über solche Themen wie Geistestaufe sprechen, das möchte ich gar nicht, sondern bist du voll des Geistes? Das zeigt sich. Also, wo ich meine Frau kennengelernt habe, ja, erste Mal auf eine Geburtstagsfeier gesehen habe, da habe ich gedacht, da ist er. Da ist sie. Meine Mutter hat das sofort erkannt. Arno, was ist denn da passiert? Wow. Und als ich meine Frau, wir kannten uns 9 Monate, da habe ich die geheiratet. Und da hat meine liebe Schwiegermama gesagt, jetzt hol doch die Beate aus dem Zimmer raus. Klopf mal. Dann habe ich da angeklopft. Boah, ich musste mich festhalten. Erstmal habe ich vor Freude geholt. Ich sage, Mann, bist du schön. Da habe ich gedacht, Gott ist echt, den kannst du nur anbeten. Der hat das total super hingekriegt. Dass der so eine Gehilfin aus der Rippe geritzt hat. Hammer. Aber wir Männer, wir sollten denken, aus der Rippe, nicht aus der Fußsohle. Hier ist herznah. Wir hatten mal Zeiten als Männer, da haben wir, habe ich gedacht, Hammer, hat Gott die Frau aus der Fußsohle rausgeritzt oder was? Wir Männer, wir müssen unsere Weiber so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und die haben das total gerne, die Frauen. Das ist heute Quatsch im heutigen Zeitalter, wenn die sagen, die Frauen mögen das nicht mehr, sich am Mann anlehnen. Ha, das erfahre ich aber jedes Jahr anders. Wenn ich dann so mit meiner Brust da liege, ich lehne dich mal an und ich sage, komm. Ja, das gibt eine Frau Sicherheit, das hat die gern. Und das ist von Gott so gemacht. Und das ist eine Schande, dass man das heute alle auf den Kopf stellen will. Genauso wie ich beobachte, wie eine Mutter mit ihren Kindern spricht, ist ganz anders, als wie ein Vater zu seinen Kindern spricht. Eine Mutter, die hat eine Art, das ist wie von Gott eingegeben. Die hat eine ganz andere Beziehung zu ihren Kindern. Wir Väter sind anders. Ich sage noch 1, 2, 3, dann ist Ende im Gelände. So sind wir als Väter. Und die Mutter, die sagt, langsam, ruhig. Wir können es auch im Bibel lösen, Arno.
Das ist mütterlich, das ist wie, ja ich sag mal, die Mütter sind, das ist auch wirklich so, wie so eine Clique. Die möchten so zusammenhalten, die möchten eine Gemeinschaft mit den Kindern bilden. Und dann, ja, der Vater sagt, wo es geistig lang geht. Das ist von Gott so herrlich gesetzt, das ist die beste Ordnung, die es gibt. Und darum tun wir Christen auch das Schützen, weil wir sagen, und die Kinder, fragt man die Kinder, sie möchten gar nicht woanders sein. Papa, Mama, das ist so. Weil das ist von Gott geschenkt. Und genauso ist das, genauso, stell dir vor, liebe Seele, wenn du ein Kind des Höchsten bist, wenn du wirklich in wahrer Reue und Buße, wenn er sich auch noch so abgedroschen anhört, wirklich durch diese enge Pforte gegangen bist, ich tue das mal zusammenfassen, und du den rettenden Glauben ergriffen hast, und der Jesus dir sagt, ich bin dein, durch den Glauben, ich will bei dir Wohnung machen, der will bei dir wohnen. Der möchte nicht sagen, hier hast du das Ticket für immer, der will in engster Gemeinschaft mit dir sein. Dann darfst du zu dem, wo er Vater zu sagt, darfst du aber Vater sein. Und Gott spricht in der Bibel, ihr seid meine Söhne und Töchter. Weißt du, was das für ein Verhältnis ist? Du kannst zu jeder Zeit deinen Vater im Himmel anrufen, beten, anbeten, bitten, flehen, schreien, das darfst du alles. Das ist nicht so, rufen sie Montag wieder an, dann habe ich Sprechstunde. Jesus und der Vater im Himmel hat immer Sprechstunde für dich, immer. Ob in der Nacht, wenn mal so ein Angstschub kommt und du denkst, was ist denn hier los auf einmal? Und du rufst aus der Not und sagst, Herr Jesus, erbarm dich, nimm mir die Ängste weg, erbarm dich mehr. Er hört. Und wenn du auf einmal auch so wieder scharf, voller Glückseligkeit bist und du sagst, dann darfst du das dem Herrn Jesus aushalten. Ich bin so froh, Herr, dass ich dich habe. Ich liebe dich, mein Heiland. Das darfst du ihm auch sagen. Und ich freue mich auf die Zeit, das sage ich euch ganz ehrlich, ich freue mich auf die Zeit, wenn alle Nationen vor diesem Heiland stehen. Alle. Alle. Egal, welche Hautfarbe, egal, welche Sprache. Alle stehen sie vor ihm. Alle. Und der Jesus wird sagen, sie haben alle ihre Kleider im Blut des Landes eingewaschen. Alle. Da werden alle da sein. Da gibt es keine Grenzen mehr. Da gibt es nur noch den Heiland anbeten. Du möchtest doch dabei sein. Da gibt es nur noch Jesus anbeten. Nur noch Jesus. Wisst ihr, mein Papa, der ist vor 2 Jahren in die Ewigkeit gegangen. Und meine Mutter hat gesagt, Arno, fahr zum Papa hin. Das wird nicht mehr lange dauern. Und mein Vater lag da. Der hatte so wirklich süße kleine Äuglein da. Und dann habe ich ihn angeguckt. Ich sage, Papa, wir werden uns bei Jesus sehen. Und dann hat er gemacht, weil er war stark und Bronchitis gehabt. Und machte es oder so. Und dann bin ich nur noch gegangen. Und dann habe ich gesagt, habe ich meine Mama angerufen und gesagt, Mama, der Papa hat nicht mehr lange. Der ist bald bei Jesus. Und das ist das Ziel des Lebens. Das ist das Ziel. Ein anderes Ziel haben wir nicht. Wir haben das Ziel, einmal Jesus zu sehen. Das ist das größte Ziel. Und das möchte ich, wisst ihr, mir liegt immer so die Jugend am Herzen. Das ist so. Und weil ich weiß, was sie mitmachen, wir kennen das mit dem Andreas auch. Das ist immer das Gleiche. Das macht er schon so lange, der Widersacher. Wenn du Jesus hast, hast du nicht das Leben. Und ich sagte, wenn du Jesus nicht hast, hast du das Leben nicht. Der Jesus sagt in einer anderen Währung als der Widersacher. Der Widersacher, guckt euch doch mal um, in welcher Währung er bezahlt, die kann er für sich behalten. Aber schaut euch mal an, fragt doch mal alte Glaubensmütter, die auch hier unter uns heute sind. Fragt mal, in welcher Währung er bezahlt. Wenn sie auch viel geweint haben und manchmal ihren Weg mit Tränen benetzt haben, aber sie werden euch sagen, hundertprozentig, den Frieden, den Jesus mir gegeben hat, den kann die Welt nicht geben. Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und darum, das ist heute ein Tag für die Ewigkeit, nicht morgen.
Wir wissen alle nicht heute, die wir hier sind, ob wir morgen früh die Augen aufmachen oder will einer das Schiff nicht geben. Dass er sagt, ach, ich weiß das ganz genau, ich mache morgen früh die Augen auf. Ich sage das nicht, ich weiß das nicht. Und weißt du, vielleicht gestern, wo wir am Hauptbahnhof waren, da gab es zwei, drei Seelen, die zugehört haben. Da war die Polizei mit zwei Funkwagen da, wo die Polizisten zugehört haben. Vielleicht hat der Jesus ihnen noch einmal die Chance gegeben, noch einmal, dass sie gehört haben, das Wort vom Kreuz. Und wir wissen nicht, vielleicht liegen sie heute im Leichenschauhaus. Kasten 12, wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Und vielleicht hat einer sich gestern Abend hingekriegt und hat gesagt, Herr Jesus, bevor ich die Augen zumache, möchte ich das mit dir klären. Und er sieht heute Jesus, hat gestern die Botschaft gehört, genau so ist es. Und darum, wir fahren dann entlang nach dem Abend und nach Hause, möchte ich euch nahelegen, wenn ihr sagt, und ihr geht heute nach Hause und sagt, Mann, das habe ich alles. Ich freue mich für euch, wirklich, glaubt mir das. Wenn ihr sagt, ich bin so in Freude. Aber wenn ich in Freude bin und du in Freude bist, sag das deinem Nachbarn weiter und deinen Arbeitskollegen. Bete um Weisheit vom Herrn und sagst, Herr Jesus, was soll ich das sagen? Und wenn du auf dem Herzen hast, dass du zu den Nachbarn heute Nachmittag hingehst, der Olaf hat Folgendes gesagt, das stimmt, das hat er heute gesagt. Dann hat er gesagt, das gehört man. Wenn der Herr Jesus einen Befehl gibt, ja, und sagt, geh jetzt, dann heißt nicht jetzt, in einem Jahr, ja. Nee, jetzt. Nicht in einem Jahr, jetzt gehst du da nicht. Bei der Bundeswehr, wenn der Hauptmann sagt, jetzt, und du sagst, nö, morgen, dann sagt er, stimmt was nicht? Und der Jesus, der ist weit drüber hinaus, wenn er sagt, jetzt, und wenn er sagt, geh doch heute Abend zu den Nachbarn hin. Vielleicht hat die vergessen, die Waschmaschine unten im Keller auszumachen. Kann doch sein, du gehst da hin und sagst, ey, wollte mal fragen, wie geht's denn eigentlich? Oh, wenn solche Fragen schon manche Menschen heute hören, die freuen sich. Und wenn dann die Nachbarin von Jesus schon vorbereitet, die fragt, was hast du heute eigentlich gemacht? Und du sagst, ja, kann ich reinkommen? Ja, komm mal rein. Nimm Platz, Tasse Kaffee? Ja, 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 gerne. Was hast du heute gemacht? Und wie sie erzählt, ja, ich habe geguckt, Nachrichten und du sitzt da und hörst das so alle an. Erst geduldig zuhören und dann wird sie sagen, was hast du gemacht? Du sagst, ich war heute im Gottesdienst. Und was hast du denn da gehört? Von einem Buch des Lebens. Was? Ja, nicht Karl May, sondern vom Buch des Lebens. Und ich habe einen Vorteil, liebe Nachbarn. Ich stehe da drin. Wie sieht es mit dir aus? Wisst ihr, wir sind heutzutage, wisst ihr, sind wir so kompliziert. Dann würde ich sagen, ja, muss ich da auch drin stehen? Ja, darum bin ich hier. Deshalb bin ich hier. Du musst da rein. Dein Name muss da rein. Und du wirst sehen, die wird neugierig werden. Die wird sagen, ja, die wird neugierig. Nicht immer so Vorurteile haben. Ach, die hat vielleicht so kein Interesse. Das wissen wir gar nicht. Zum Schluss meiner Predigt möchte ich euch erzählen, was wir mit in Wilhelmshaven erlebt haben. Und einmal in Bremen. In Bremen haben wir erlebt, da waren wir am Roland, heißt also eine Gedenkstätte, und auf dem Markt, und da haben wir Andreas gepredigt. Und da steht da so ein Mann, ich sag mal so 54, 55, so alt, wie meine Wenigkeit. Und dann kommt er zu uns, zu mir hin und sagt, sind Sie der Bruder Rottling von der Ruhrpott-Mission? Ja. Ich möchte mal was sagen. Ich war katholisch. Und ich habe eine Predigt gehört, nicht weil ich der große Held bin, versteht das nicht falsch. Sagt er, als ich die Predigt gehört habe, habe ich gesagt, so, jetzt gibt es mir noch einen Weg auf die Knie. Sagt er, ich habe Buße getan und bin zu Jesus gekommen. Oh, warte mal, Andreas. Ich habe so eine Freude im Herzen erlebt, ich sage, Herr, das ist ein Wahnsinn. In Wilhelmshaven waren wir, da durfte ich predigen und da beobachte ich so auf dem Sitz, so wo hier jetzt der junge Bruder sitzt hier, ich denke, was weint der so? So ein kleiner Junge, so. Der war am Weinen und am Weinen. Und dann waren wir zum Kaffee, danach hat man mal so ein bisschen Kaffee und Tee noch zusammen getrunken, da habe ich eine Schwester gefragt, ich sage, wo ist dieser Junge? Sagt Sarah, er ist schon im Auto. Und dann bin ich dahin und dann sage ich, ich will dich nicht bedrängen, aber du kannst das für dich im Zimmer.
Zimmer fertig machen mit dem Herrn Jesus. Du kannst mit alle deine Schuld bekennen. Das kannst du für dich und mit dem Heiland ganz allein machen. Und dann sagte der Papa so ganz lieb, du kannst aber auch mit den Armen mitgehen. Und dann ist er mit mir mitgegangen, Leute. Ich sage, wie soll was machen? Soll ich zuerst beten? Nee, sagte ich. Der hatte so brennend auf dem Herzen gehabt, nach dem Motto, ich muss das loswerden, Arme, ich muss das loswerden. Und dann haben wir uns vor den Heiland gebracht und Geschwister, da kam ein Sündenbekenntnis raus. Ich habe gedacht, Herr, mach das Dach auf, jetzt können wir alle entrückt werden. Herr Jesus, vergib, vergib. Wisst ihr, was der erkannt hat? Der hatte keine Angst nur vor den Folgen der Sünde. Der hat gesagt, Herr Jesus, was ich dir angetan habe, das tut mir so weh im Herzen. Das hast du doch nicht verdient. Und immer wieder, ich habe gedacht, jetzt ist er fertig. Nein, nochmal, immer wieder mit Nachdruck. Mir tut das so leid, lieber Heiland. Ich möchte das doch nicht mehr tun. Ich habe dir doch so viel angetan. Und ich wünsche mir Frieden wieder. Er hatte sich mal als Kind entschieden. Sagte aber an, zwischen mir und dem Heiland ist was nicht in Ordnung. Das möchte ich Ihnen jetzt sagen. Und dann ist er, sind wir aufgestanden. Und dann strahlte er. Wie so ein Honigkuchen. Und dann sagte ich, geh jetzt zur Mama. Und dann ist er zu seiner Mutter gegangen. Die Mama hat gesagt, du brauchst nichts mehr sagen, Mama. Ich weiß Bescheid. Ist gut, sagt sie. Lass uns jetzt nach Hause. Und das ist das. Und darum sind wir gerne unterwegs und erzählen von Jesus. Mein Sohn sagt immer, mein Töchter, wenn so ein 28, 29er Sohn kommt, einmal gesagt, Papa, ich muss mit dir unbedingt sprechen. Und dann sagt er, weißt du, was mir aufgefallen ist? Du predigst immer das Gleiche. Richtig. Ich sage, richtig. Ja, das nimmst du zu. Ja, was soll ich sagen? Das stimmt doch. Sagt er, mir ist aufgefallen, du wechselst ab und zu nur die Überschrift. Ich sage, ja, wie meinst du das? Einmal, du brauchst Jesus, der Heiland wartet auf dich. Ja, was ist die Sünde? Dann sage ich immer, oh, heute wird eng, heute wird die Sünde gestraft. Sagt aber, du wechselst ihn. Ja, ich sage, ich kann auch gar nichts anderes predigen als Jesus. Was soll ich machen? Ich kann nur den Heiland groß machen, das andere kann ich nicht. Gibt es andere Brüder, die haben noch ein bisschen größer, aber ich sage, ich kann nur den Heiland groß machen. Ich sage, es ist Jesus, es geht nur um. Sagt der Götter, das geht immer nur um Jesus. Ja, stimmt. Ich komme aus Gelsenkirchen, ich sage, wenn ich einen Schalter fände, der sagt, du gehst immer um Schalter. Ja, ist richtig, der geht immer um Schalter, ist doch klar. Von morgens 6 bis abends 6, der geht immer um den Verein. Und so ist das bei uns auch. Das, merkst du das manchmal? Du stehst morgens auf, Jesus. Gehst abends ins Bett, Jesus. Frag dich einer, auf wen wartest du? Jesus. Ja, dann brauchst du nicht sagen, keine Angst haben, dass der sagt, ist alles in Ordnung bei dir? Doch, ist alles in Ordnung. Geht immer um Jesus. Er kommt bald wieder und er geht nur um Jesus. Ja, das ist doch so. Wir wechseln das total. Du kannst dein neues Lebensnavigationsgerät anmachen, dann siehst du, Jesus, ist immer Jesus, steht immer Jesus drauf. Und genauso muss es sein. Und nicht verrückt machen lassen, dass der Teufel sagt, das ist doch nicht normal, dass da immer bei dir Jesus steht. Doch, das ist normal. Und das soll sich auch nie mehr ändern. Und wir werden keine Perfektionisten. Wir werden auch in Zukunft mit Tränen zum Heiland kommen und sagen, Herr Jesus, war heute kein guter Tag. Der war gar nicht gut. Und dann sagt der Arno, setz dich mal zu mir, komm. Was war denn? Nee, das war alles. Da hätte ich dich bekennen müssen, total versagt. Da habe ich ein Wort zu meiner Frau gesagt, total versagt. Ja? Das Schlimmste ist, immer sage ich zum Schluss, wenn ich meine Frau weinen sehe, ist Ende. Bügeln sehe ich sie gerne, aber weinen, das geht gar nicht. Und dann sind wir Männer, sind wir manchmal so, dass wir mal so ein Wort raushauen, wir hauen so ein Wort raus und dann fangen Frauen an zu weinen. Da geht bei mir das Herz auf. Dann sage ich immer, das hast du aber richtig böse zu mir gesagt. Und mein Sohn sagt, kann der kaum. Ich sage, jetzt werde ich noch sarkastisch. Sage ich, ich weiß, dass ich das kann. Und dann musst du auch zum Herrn gehen und sagen, Jesus, tut mir leid. Das habe ich mit meiner Frau nicht richtig gemacht. Das wird immer sein. Bis er sagt, den Gebrauch nicht. Wird das so sein, dass wir in diesem Kampf zwischen dem neuen und dem alten Leben sind? Das ist so. Aber dann, wenn wir ausgerungen haben, wenn wir fertig sind, dann ist die Belohnung.
Und dann kommt Jesus, mit was kommt er dann? Hier mit so einem Taschentuch. Und der putzt den Christen mit mir die Tränen ab und sagt, jetzt ist Ruhe an. Jetzt hast du ewige Freude, ewige Ruhe. Wisst ihr, was mich getröstet hat, als mein Vater in der Ewigkeit gelangt? Ich habe gesagt, der hat es besser. Da ist jetzt kein Parkinson mehr, kein Krückstock, kein, es ist vorbei, Papa, jetzt ist Jesus da. Und das wünsche ich euch, wenn ich denke mal, ich darf ja wiederkommen. Ja. Und wenn ich mal wiederkomme, dass ich genauso freudige Gesichter sehe. Ich habe gestern mir den Koma bewusst angeguckt, der gesungen hat. Wenn meine Frau sagt, was ist der Unterschied zwischen dem hier Chor und dem deutschen Chor? Ich sage, ein deutscher Chor, da denkst du, Jesus wird jeden Tag beerdigt. Ja, wie, Anna? Ich sage, ob Ostern, ich sage, die sagen, Jesus lebt, dass du sagst, muss ich die Hände hoch machen, ihr seht so gefährlich aus. Aber der Chor gestern, habe ich gedacht, ja, die singen voller Freude, die glauben das, was die singen. Und die geben eine Botschaft raus, das hat man gestern gemerkt. Und da habe ich mich total drüber gefreut. Wisst ihr, das ist, für mich ist das, ich sage es euch ganz offen und ehrlich, ich bin mit Bauchschmerzen hier hochgekommen. Der Christian weiß es. Wir haben uns eben beim Abend unterhalten. Als der Christian gesagt hat, Arne, komm zur Ruhe. Da bin ich nachts wach geworden und da habe ich mir hinten den Zeitungsausschnitt gesehen, durchgelesen. Wie viel sind es? In diesem Waggon ist einer da. Und wisst ihr, um die Vorurteile, die bei uns in Gelsenkirchen sind, würde ich sagen, so, Leute, pass mal auf, schön ruhig und locker bleiben. Jetzt erzähle ich euch mal, wie ich zu diesem Kind gelernt habe, die Jesus lieben. Und dann würde ich sagen, keiner redet dazwischen. Erzähle ich euch was. Das war für mich, wart ihr eine Predigt. Für mich war ihr eine Predigt. Für mich war ihr eine Predigt. Ich habe in den letzten Jahren selten Menschen gesehen, die so voller Freude waren. Ich habe selten Menschen gesehen, die so voller Gastfreundschaft waren. Selten. Sage ich euch ganz ehrlich. Selten. Ja, und das mit Freude. Ich habe nie den Eindruck gehabt, dass ihr so um mich, um den Andreas herum, dass ihr, oh, wir sind froh, wenn wir gleich Puck von der Fläche verschwinden. Weil, nein, habe ich nicht. Und dafür möchte ich ganz herzlich auch im Namen vom Andi danken. Das war ein wunderbares Wochenende, ein gesegnetes Wochenende. Und wenn wir uns hier nicht mehr wiedersehen, ich weiß nicht, was der Jesus vorhat, vielleicht kommt er heute Abend noch wieder, ich weiß es nicht, dann werden wir uns bei dem Heiland wiedersehen. Und derjenige, der sagt, ich weiß das noch nicht, Mann, mach das heute, ganz klar mit Jesus, mach das klar. Und dann machst du das genauso wie der 13-jährige Junge. Gehst du deiner Mama und dann sagst du, Mama, jetzt hast du dein Ziel erreicht. Lass mich die zwei Minuten. Der Heinrich Gemmer hat gesagt, da war mal eine Mutter. Die hat so lange, vielleicht ist hier jemand, der sagt, Arno, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie lange ich schon für meine Kinder und Enkelkinder gehe. Und es bewegt sich nichts. Und sowas hat Heinrich Gemmer mal erlebt. Da war eine Mutter, die hat gebetet, gebetet, immer wieder gebetet für den Sohn. Da hat sich nichts bewegt. Und dann ist diese Mutter in die Ewigkeit gegangen. Und dann hat Heinrich Kemmer die Beerdigung genommen. Und als der Sohn gesehen hat, wie der Sarg nach unten gegangen ist, da hat er nach Gott geschrien. Wisst ihr, was da passiert ist? Die Gebete seiner Mutter, als ob die aus dem Sarg kommen würden, so haben die im Ohr geschallt. Dann ist er nach Hause gegangen und hat sich bekehrt. Und dann, so hat es meine Mutter mal gesagt, ich habe einen Sohn nach Hause gebracht. Genauso ist es. Ein Sohn ist nach Hause, eine Tochter ist nach Hause gebracht. Genauso ist es. Hier schon auf Erden. Und das wünsche ich euch, dass ihr weiter im Gebet fest weitermachen, flehen, beten, rufen, schreien und sagen, Herr Jesus, ich lasse dich nicht, du segnest mich. Und denk an dieses Beispiel von der Frau. Die hat gesagt, wenn ich nur den Saum meines Kleides berühre, das reicht mir schon, da kommt eine Kraft heraus. Und macht es weiter so. Haltet euch an Jesus fest. Er hält uns, wir halten ihn fest, weil er uns festhält. Das möchte ich euch zum Schluss sagen. Der Herr segne euch und dieses Wort. Denn sein Wort ist und bleibt die ewige Wahrheit.
Amen. 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 Amen.